heute bei Wie wird's gemacht? Plumbusse. Jeder hat einen Plumbus zu Hause. Zuerst nehmen Sie das Dinglebob und verfeinern es mit ein wenig Schleim. Das Schleim wird dann aber in anderen Produkten wiederverwertet. Sie nehmen das Dinglebob und schieben es durch den Grumbo, wo das Fleeb gerubbelt wird. Es ist wichtig, dass das Fleeb gerubbelt wird, weil das Fleeb den Fleeb-Saft produziert. Dann kommt ein Schlami vorbei und reibt es und spuckt drauf. Sie zerschneiden das Fleeb. Es sind noch einige Schritte zu tun. Die Blumps reiben an den Chumbles. Dann werden die Plubis und der Grumbo entfernt. Und fertig ist der ganz alltägliche Plumbus. Ich wollte schon immer wissen, wie die Plumbusse machen.